Ja, hallo, Levi hier. Willkommen zu einem weiteren Tutorial mit Blender 4.02. Heute versuchen wir diesen Akkordmaschine oder Chordboard zu modellieren. Da lernen wir mit Boolean umzugehen, spezielle Formen, diesen Touchpad hier und wir werden das texturieren mit Adobe Substance Painter und die Decals hier, die werden wir sehr wahrscheinlich im Photoshop machen oder PaintNet oder Krita oder was auch immer. Es ist immer das gleiche, mehr oder weniger. Okay? Also, starten wir die Referenzbilder und der Link zu dieser Homepage werde ich in den Kommentaren einfügen. Wir starten. Hier unten sind meine Screencast Key, damit seht ihr, was passiert, was ich drücke. Und ich werde nicht jeden Befehl kommentieren, aber die wichtigen Befehle erläutere ich denn schon. Also, gehen wir mit 1 in die Frontansicht und dann laden wir mit Shift A Image Reference. Ich wähle meine Referenz, die ich downgeladen habe und die ist gerade in der Mitte. Die verschiebe ich etwas nach. Nee, habe ich falsch gemacht, also lösche ich wieder. Ich gehe in die Oberansicht mit 7 auf dem Numpad und dann füge ich meine Referenz. So, genau so. Und dann gehe ich mit GZ etwas nach unten, damit sie nicht verdeckt wird von meinem Objekt. Gehe wieder nach oben, die Top-Ansicht und dann gehe ich hier auf dem Data, auf diesem Icon, schalte die Opacity ein und schraube sie etwa in die Mitte, also 0,5. Und dann da oben schalte die Selection aus. Wenn ihr diese nicht habt, könnt ihr hier diese einschalten. Ich schalte immer die gleiche ein. Somit kann ich sie nicht mehr wählen. Und hier, wenn ich den Cursor hier habe, drücke ich C wie Cäsar und mache eine neue Collection und die heißt Referenz, damit alles seine Ordnung hat und verschiebe diesen, kann ich auch hier umbenennen, Referenz und dann verschiebe sie, also ich klicke und packe sie und ziehe sie hier und lasse sie los, damit sie da unter die Referenz ist. Okay, dann platziere ich oder selektiere ich diese Collection da oben und benenne sie Body für den Körper. Ups, ich schreibe immer auf Englisch, weil ich mir das so gewöhnt bin. Und die Cutters, das macht bei mir automatisch, weil ich Boxcutter Add-on installiert hat, aber ihr könnt eine neue Collection erschaffen. Wichtig ist, dass sie auf dem zweiten Platz ist, damit man sie mit Shift und 2 auf der oberen Tastatur auch ausblenden und einblenden kann. Man sieht hier, dass sie ein- und ausgeblendet wird. Okay? Dann klicken wir auf Body hier und beginnen mit der Plane. Okay, wir fügen eine Plane hinzu. Dann gehen wir im Edit-Modus, Durchsichtmodus mit Alt-Z und skalieren wir sie in die Größe, die wir haben sollen nach Referenz. Wir markieren diese zwei und verschieben sie da. Diese zwei hier.
Voilà. Und dann markiere alle vier Vertex. Ne, zuerst machen wir, fügen mit Ctrl R eine Hitch hier. Und das machen wir, damit die Boolean richtig ausgerichtet werden. Ansonsten macht Blender automatisch selber Edges, aber die sind kreuz und quer und dann stören sie uns beim Beveln. Okay, dann füge ich hier nochmal eine. In etwa in der Mitte, muss nicht so genau sein. Da. Und hier nochmal eine. Perfekt. Und vielleicht hier quer noch eine für diese zwei Löcher. In etwa da. Okay. Wenn wir das haben, markieren wir diese vier Vertex da. Gehen etwas näher und dann Ctrl B und dann V und dann kann ich hier mit dem Mausrad weitere Punkte hinzufügen und ich würde sagen, wir gehen auf 8 Segmente. Man sieht sie da unten, die Segmenteanzahl, und dann bevele ich das in etwa so. Mit Alt-Z gehe ich wieder im Solid-Modus, perfekt. Ich gehe im Face-Modus, selektiere alles und dann Extrude nach oben. Wichtig ist nach oben, wenn ihr nach unten geht, dann wird die obere Fläche dunkel und das heißt, die Normals sind nicht ausgerichtet richtig. Also nach oben. Sollten die Normals nicht richtig ausgerichtet sein, dann selektiert man alle mit A und dann Shift N oder Alt N und wählt man Recalculator-Zeit. Ist das gleich. Okay, somit habe ich meine Stärke. Die ist in etwa so, man sieht das hier zum Beispiel. Ich belasse das so, stimmt für mich. Und jetzt hier, es hat ein leichtes Chamfer, also gehe ich im Edge-Modus, wähle hier diese da und diese da. Und dann Ctrl B und dann scrolle mit dem Mausrad nach unten, bis ich keine mehr habe und wähle ungefähr diesen Chamfer da und dann wähle ich diese da, diese rundherum und diese und Ctrl B und ziehe das auf mit 4 Segmenten in etwa so, also 4 Segmente hier und dann gehe ich im Objektmodus, rechtsklicken, Shade Smooth und jetzt sieht man, wie schön dass die Kante leuchtet. Ich würde euch empfehlen, die Cavity einzuschalten, die ist da oben. Wenn man hier auf diesem Pfeil geht und dann hier unten Cavity einschalten, auf Both und ihr könnt meine Settings übernehmen, das 170, 170, 0707 und dann leuchten die Kanten so wunderbar schön. Okay, so, wir haben die Form, wir gehen wieder in die Top-Ansicht, Alt-Z und jetzt müssen wir eine von diesen Knöpfen machen. Für das fügen wir einen Zylinder hinzu, wir belassen das auf 100 Vertex, ihr könnt auch runter, wenn ihr etwas weniger Polygone haben möchte. Ich belasse das, mein Rechner mag das verkraften.
den Radius verkleinere ich ein bisschen und dann verschiebe ich hier oben in etwa so, skaliere das noch bis außen, so, und jetzt habe ich meine Skalierwerte, müssen wieder zurückgesetzt werden, Ctrl A, Apply Scaling oder Rotation und Scaling bei mir. Ihr könnt auch noch Scale-Werte zurücksetzen und dann ist hier wieder auf 1,0. Perfekt. Ich verschiebe das ein bisschen, drücke N, um diesen Tab wegzuschieben. Dann gehe ich hier auf Modifiers und füge ein Array-Modifier hinzu. Und ich brauche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also 6 hinzu, das sind 7 im Ganze. Und jetzt verschiebe ich das hier mit Shift gedrückt und schieben, kann ich diese in Position bringen. In etwa so, die Referenz stimmt nicht ganz, aber spielt keine Rolle. Wir können auch hier 1,095 eingeben und dann stimmt das. Das ist etwas probieren, bis es ungefähr da ist. Okay, jetzt haben wir diese da. Jetzt fügen wir nochmals ein Array hinzu. Und den schieben wir etwas zurück, in etwa so. Und dann müssen wir in die Y-Achsen das auch unten, nach unten verschieben, etwas in die X-Achse. Mit der Maus kann man Shift und gedrückt und Maus ziehen, geht es etwas langsamer, aber immer noch zu wenig. Und dann gehen wir hier auf 0,075, mal schauen, ist etwas zu viel, 0,73, etwas besser, und in der Y minus 9,73 zum Beispiel bei mir, ist etwas zu viel, mal schauen, wo wir sind hier, ja, in etwa so. Und dann drücke ich hier auf Count auf 4 und dann habe ich mein Array für diesen Zylinder. Ich gehe wieder aus dem Durchsichtsmodus und wähle meine Zylinder. Ich gehe mit 1 in der Ansicht, Durchsichtmodus wieder, GZ. Und ich platziere sie in etwa auf der ersten Linie. Das spielt nicht so eine Rolle. Wenn ich im Edit-Modus gehe, kann ich diese Fläche markieren und GZ, sie etwas nach unten ziehen. Und jetzt im Objektmodus Shade Smooth. Und jetzt kann ich beginnen mit Booleans. Wichtig ist, dass ihr hier in die Preferences unter Add-ons die Boolean eingeschaltet sind. Für das sucht ihr hier nach Bool und diese Bool-Tools müssen eingeschaltet sein. Diese da und dann die Loop-Tools auch noch hier einschalten und dann hier unten Save Preferences zum Speichern. Das ist wichtig, sonst funktioniert nicht. Und jetzt der Reihe nach müssen diese gewählt werden und Shift-Click den Body, also den Körper. Und dann drückt ihr Ctrl und Minus auf dem Numpad. Oder ihr könnt auch, weiß nicht, wo das ist. Ich mache das nie über diesen äh,
Menü, also Control minus auf dem Numpad und dann werden die Löcher hineingestanzt. Und jetzt, darum haben wir diese Collection Cutters auf dem zweiten Platz. Wenn man Shift und 2 auf der auf der Obertastatur wählt, dann verschwindet sie, also wird diese Kategorie ausgeschaltet und man sieht sie nicht. Und so sind meine Löcher in die Karkasse hineingestanzt. Okay. Das ist das sogenannte non-destruktiv Arbeiten. Wir könnten wieder Shift 2 drücken und dann erscheinen sie wieder und ich könnte sie hier wieder editieren, Formen ändern, so wie ich will, aber für mich ist das gut. Also kann ich hier diese Boolean applyen. Also ihr habt da irgendein Pfeil, wo steht Apply. Somit habe ich diese fest eingebrannt oder eingestanzt und kann sie nicht mehr ändern. Wenn ich jetzt diese ändern würde, vergrößern, skalieren, bleibt das Loch genau das gleiche, weil eben ich den Boolean schon applied habe. Okay. Ich schalte sie wieder aus mit Shift 2 und jetzt geht es darum, diese Löcher etwas bevel. Für das versuche ich das in der Seiteansicht und wähle all diese da unten und all diese da oben. Dann sieht das so aus, muss aber jetzt wieder diese mit Shift und Klick deaktivieren, also deselektieren, damit diese nicht auch gebevelt werden. Also machen wir das. Wichtig ist, dass man wirklich nur diese da erwischt und nicht die andere noch. Ansonsten kommt es katastrophal aus. Wie zum Beispiel jetzt ich. Also Ctrl-Z. Moment, zu wenig. Manchmal muss man etwas mehr zoomen, damit man das besser erwischt. Ich glaube, so weit, so gut. Scheinen alle zu sein. Und jetzt kann ich mit Ctrl-B die beveln, nicht so viel, mit Shift gedrückt, mit 4 Segmenten. In etwa so. Und wenn man in Objektmodus rausgeht, dann sieht das wunderbar aus, außer dieser da, aber die können wir mit einem Weighted Normal Modifier, wenn man das hinzufügt, sieht das nachher wunderbar aus. Okay, also vorwärts. Wir müssen diesen Knopf, den Pad und diese Knöpfe machen. Machen wir zuerst den Pad hier, also fügen wir wieder eine Plane hinzu, die bewegen wir hier in der Ecke, in etwa so, gehen in Edit-Modus, verschieben diese darüber und diese nach unten, in etwa so, diese vielleicht noch etwas nach oben, so, und jetzt wählen wir alle 4 Vertex. Ctrl-B, V für Vertex und auch hier
mit 6 Segmente oder 4. Ah, wir gehen auf 6 und ziehen etwas, damit hier eine schöne Rundung gibt, das in etwa parallel ist zu dieser da. Und dann G, also A, G, Z und schieben etwas nach oben. Dann gehen wir im Face-Modus, wählen diese Fläche, extrud nach oben. Perfekt. Shade Smooth. Und dann gehen wir nach unten mit dieser Fläche und machen sie in etwa so tief wie die Löcher da. Also GZ. Und wenn ich G drücke, kann ich nachher B drücken. Dann kann ich diesen Vertex wählen, da klicken. Und jetzt kann ich auf diesem Vertex da zeigen. Und dann wird er ausgerichtet. Okay. Sieht auch gut aus. Und jetzt wähle ich den, Shift-Klick die Karkasse und wieder Ctrl und Minus auf dem Numpad. Und dann wird mein Loch eingestanzt. Shift 2, um das zu verbergen. Und da passiert irgendwas, was mir nicht so gefällt. Also Shift 2 wieder und wähle den da, GX, um zu schauen. Ja, der ist vielleicht etwas ein bisschen zu groß und touchiert hier diesen Bevel und das ist nicht so gut, also skalieren wir das ein bisschen, aber er reißt mir komplett ab, also ich lösche diesen Boolean wieder und den muss ich hier auch löschen und muss schauen, wieso dass das so passiert. Wir probieren das mit einem Cube. Den skalieren wir in etwa so und verschieben darüber. Das ist mir gestern schon passiert, als ich das nachgemacht habe. Und weiß nicht wieso, aber wir probieren das mit einem Cube. Vielleicht habe ich die Skalierungswerte nicht zurückgesetzt. Könnte auch sein. Also probieren wir das nochmals. Wenn ich N wieder einschalte, sehe ich, diese Skalierungswerte stimmen nicht. Also ich setze wieder sie zurück. Und dann wähle ich diese, nicht diese, sondern diese da, diese und diese. Gehe wieder in die obere Ansicht, Durchsichtmodus, Ctrl-B und in etwa so. Markiere alles mit A, G, Y. Verschiebe es ein bisschen. Shade Smooth. Und dann versuche ich das zu bewegen. G, B, da, Z muss ich noch drücken. Ich will das nur in die Z-Achse. Zeige auf das. Und dann wenn ich den und den Ctrl Minus und er macht mir immer noch ein bisschen komische Sachen da. Ich schaue mal. Ich mache hier
ein Edge hinzufügen und hier auch und markiere es ja da mit Control, dann ist das genau auf die gleiche Höhe. Ich gehe in Vertex Modus, markiere diesen und Shift Select diesen und J. Und da sieht hier ein bisschen besser aus, aber nicht wirklich. Lass mich skalieren ein bisschen. Und das sieht immer noch scheiße aus. Ah, ja. Okay. Was habe ich gemacht? So, ich weiß wieso. Da muss man diesen Whiten Normal löschen und nachher nochmal hinzufügen und dann verstecken und das wurde nicht besser. Frag mich wieso. Wenn ich dies über lass mich schauen. Ja, add modifier, whited normal und dann hier keep sharp anwählen und dann kommt das richtig aus. Okay, das macht bei mir der Addon automatisch, aber hier muss man diesen Keep Sharp aktivieren und dann funktioniert es wunderbar. Okay, auch hier können wir diesen Boolean hinzufügen, also Apply machen und dann muss ich den LED-Panel machen und das Glas. Für das bediene ich mir diese Fläche. Shift D, Z, verschiebe sie, P, zum sie separieren. Ich gehe im Edit-Modus und wähle sie. Und dann wähle ich diese nochmal. Shift D, Z, P für separieren. Gehe im Objektmodus und wähle sie wieder und dann die Fläche markieren, E für Extrude und extrudiere meine Glasscheibe in etwa so und dann wähle ich die untere Fläche und lösche sie, damit ich sowas habe. Ich gehe mit Slash auf dem Numpad im Isolationsmodus. Da sehe ich, dass hier keine Fläche ist und füge ein Solidify Modifier hinzu. Jetzt sieht das so aus und verschiebe meine Fläche in etwa so. Ich verschiebe auch diesen Solidify 1 nach oben, dass er vor dem White Normal kommt und ich mache das in etwa so dünn, man sieht das vielleicht hier in etwa so und füge den hinzu mit Apply, gehe wieder mit Slash zurück und schiebe meine Glasscheibe GZ, dass sie in etwa reingeht.
und skaliere sie ein bisschen nach innen. Ich markiere beide, gehe auch im Isolationsmodus, dann sehe ich das besser. Vielleicht auch im Durchsichtmodus. Wähle meine Scheibe hier und Scale. Ah, darum funktioniert das nicht. Origin ist irgendwo da draußen und drum mit Shift S Origin to Geometry, dann habe ich sie in der Mitte und dann kann ich skalieren in etwa so. Genau, das stimmt. Also markiere beide, gehe wieder aus dem Isolationsmodus aus und hier muss ich noch ein Bevel setzen. Ctrl B mit 4 Segmenten in etwa so und hier unten mache ich das auch. Ctrl B mit 4 Segmenten. Dann sieht das so schön aus. Und hier wähle ich beide. Wenn ich da mit der rechten Maustaste von rechts nach links gehe, wähle ich beide. GZ und schiebe es in etwa da unten. Und dann wähle ich nur den oberen Teil. Gehe im Face-Modus und auch hier Ctrl B und bevel es ein bisschen, dass die Kante abgerundet ist. Perfekt. Diesen da benenne ich hier als Glas. Diese ist der Körper, also sage ich Body. Und das ist der Panel, der LED-Panel, also benenne ich das als LED-Panel, damit man weiß, was was ist. Okay? Gut. Dann gehen wir wieder in die Obenansicht, Durchsicht und machen diesen Knopf. Und der ist nichts anderes als ein Zylinder. Den skalieren wir ein bisschen. Verschieben wir den da drüben. Skalieren es wieder. Verschieben wir es in die richtige Position. In etwa so. GZ nach oben. Ctrl A, damit die Skalierwerte auf 0 sind. Shade Out of Smooth. Und dann GZ wieder da rein. Und auch hier G, B markieren diesen Vertex. Und dann Z drücken, damit die Z-Achse gesperrt ist und zeigen auf diesen da. Perfekt. Und auch hier markieren, selektieren wir diesen da, dann Shift diesen da, Ctrl minus und Shift 2, um das zu verstecken. Und unser Loch ist gemacht. Dann wählen wir diesen da. Und applyen wir den Boolean, damit er fest eingebrannt wird. Und auch hier markiere ich diesen da, Ctrl B, 4 Segmente, diesen da, Ctrl B, 4 Segmente, damit wir ein Bevel drumherum haben und schon ist unser Loch fertig. Machen wir noch das andere Loch, bevor wir die Knöpfe machen. Hier mache ich auch einen Zylinder, der ist hier hinten verschwunden. Den kann ich da scrollen und darüber bewegen, etwas skalieren.
in etwa da. Und meine Kreise oder Zylinder haben 100 Vertex. Und wenn ich da bin, dann kann ich in der Z-Achse etwas skalieren. So. GZ. Und auch den platzieren wir G, B, ups, G, B, zeige auf diesen und den Z und dann zeige auf diesen da und dann hat er die gleiche Höhe. Ich shade smooth. Und jetzt gehe in Edit-Modus in der Oberansicht und ich lösche oder selektiere in der Durchsicht, wichtig, Durchsichtmodus, markiere mir diese da bis 1 aus der Mitte und lösche sie. Ich markiere alles, Shift-D nach X. Rotiere, Z 180 Grad gebe ich rein und dann wähle ich diese Edge, Rechtsklick, Bridge Edge Loops und das gleiche hier. Voilà. Und jetzt gehe ich wieder im Vertex-Modus in der Durchsicht-Ansicht und verschiebe das darüber. Perfekt. Ich füge hier, man sieht das jetzt nicht in der Durchsicht, aber hier, ich füge hier in der Mitte ohne Bewegen ein Edge Loop, hier auch, und dann markiere diese zwei. Nee, zuerst mache ich, wähle ich hier rundherum F, um die Fläche zu füllen. Vielleicht gehen wir im Isoliermodus mit Slash und dann markieren diese F Slash Modus. Dann im Edit Modus markiere diese zwei und dann drücke ich J und auch diese zwei und J. Und dann im Edge Modus markiere das, Ctrl B für Bevel und dann scrolle ich mein Mausrad, bis ich keine mehr Edges mehr habe, in etwa so. Und dann lösche ich diese Faces da. Diese brauche ich auch nicht mehr und diese auch. Also selektieren und löschen. Und dann wähle ich im Edge-Modus diese und diese und drücke F für eine Face, diese und diese, F für eine Face. Ja. Es könnte klappen. Aber ich habe einen Denkfehler gemacht. Zuerst müssen wir den Loch noch machen. Ja, wir könnten das vielleicht. Ne, gehen wir zurück mit Ctrl Z, lange drücken, bis wir alles haben. Ja, wichtig ist, dass hier die Fläche auch bestehen bleibt. Und dann machen wir zuerst ein Loch. Also selektieren diese. Shift Select, Ctrl Minus auf dem Numpad und dann haben wir unser Loch gemacht. Wir wählen den Körper und applyen diesen Boolean. Dann gehen wir im Edit-Modus, wählen diese zwei, Shift D, Z, P und Selection, um sie zu separieren. Ich gehe im Objektmodus und wähle nur diese da. Und dann wähle ich diese zwei, E für Extrude, nach oben. Und jetzt kann ich diese wählen
Ctrl B in etwa so. Topham Apotheke hier. Diese zwei Flächen oder Flächen löschen wir. Genau wie die untere. Ups. Die können wir löschen und auch hier wählen diese zwei, fügen eine Fläche hinzu mit F und hier auch. Das ist ein geteilter Knopf und dann wählen wir diese Edge und diese plus diese und diese auch plus diese und diese. Ctrl B und mit vier Segmente fügen wir ein Bevel hinzu. Perfekt. Und dann in der Vorderansicht, Durchsicht, G, B, wählen wir diesen da, Z für die Z-Achse und dann wählen wir diesen da und schauen wir, ob uns das gefällt. Das ist nicht schlecht. In die Oberansicht Shift S, Origin to Geometry und dann skalieren wir das etwas runter. Vielleicht auch in die Y-Achse etwas runter, so. Und hier müssen wir separieren das mit, wir isolieren das mit dem Slash, müssen wir hier auch ein Bevel machen mit vier Segmente in etwa so. Und wenn wir aus dem Isolationsmodus gehen, und nach oben schalten, voilà, dann sehen wir, dass er etwas abgesetzt ist. Das ist okay für uns. Okay. Jetzt müssen wir diesen Knopf noch machen. Diesen da, der ist etwas abgerundet hier. Kein Problem. Wir wählen diesen wieder, gehen im Edit-Modus und stehlen diese Fläche, Shift-D, Z und dann P für separieren. Wir wählen diese, extrudieren ein bisschen nach oben und dann in die Oberansicht schauen wir ihn durch. Man sieht das da nicht so gut, aber es geht bis da in etwa flach und dann beginnt er diese Kurve zu machen. Also wählen wir diese Fläche da. I für Inset und dann gehen wir in etwa so. Klick. Nochmal I und dann gehen wir bis zu diesem Punkt da. Perfekt. Und jetzt E zum Extrudieren nach oben. In etwa so. Ja. Und dann wählen wir diese Edge hier. Und gehen mit GZ in etwa in der Mitte. So. Und dann mit Ctrl B fügen wir ein Bevel hinzu, damit er nicht da oben über den Rand geht, drücken wir C für Clamp Off und dann fügen wir mit dem Mausrad, sagen wir, 14 Edges hinzu. Dann sieht unser Knopf schön abgerundet aus und hier unten machen wir auch ein Ctrl B, aber diesmal nur mit etwa 4 Segmente und das gleiche hier mit 4 Segmenten, dass es schön abgerundet ist. Und dann
Im Vertex-Modus markieren wir alle und drücken M und wählen By Distance, damit er die überlappende Vertex löscht oder zusammenfügt. Voilà, und diese Fläche brauche ich nicht, die ist nach unten, also lösche ich sie und dann gehe ich mit GZ nach unten, schaue von oben und ich kann den noch ein bisschen nach außen, Shift S, Origin to Geometry und dann S und dann kann ich etwas nach außen skalieren. Und vielleicht etwas nach oben. Und somit ist mein Knopf gemacht. Jetzt muss ich diese noch haben, weil wir sie schon, weil wir die Boolean schon applied haben, gibt es einen Trick. Ich kann hier die Cutters wieder sichtbar machen. Ich kann diese wählen und dann, wenn ich hier auf diesen Symbol wähle unter Viewport Display, kann ich hier Display Solid wählen und somit kann ich sie wieder als weiterverwenden. Und da es ein Array ist, das ist immer noch ein Array hier, muss ich nur eins editieren. Da wähle ich diese Fläche, ich gehe nach unten, in etwa so, Ctrl B mit vier Segmente, bevele ich das ein wenig, ich schaue von oben und da kann ich im Edit-Modus markiere mit A alles und dann skaliere, damit sie in etwa so sind. Nein, das funktioniert nicht. Da muss ich dann die Array hinzufügen. Ups. Zuerst der obere Array und dann der untere Array. Und jetzt habe ich alle so. Ich gehe hier oben auf Individual Origins und dann kann ich skalieren. Aber der Origin Point stimmt nicht, also gehe ich wieder im Objektmodus, Origin to Geometry, dann ist er hier in der Mitte. Da gehe ich wieder rein, markiere alles, S. GZ. GY, besser gesagt. In etwa so und so sind meine Knöpfe erstellt. Perfekt. Shift 2, um alles wieder ab. Ja, die sind in der falschen Collection hier. Also muss ich sie bewegen. Wir benennen sie Knöpfe. Und wenn sie hier gewählt sind und mein Cursor hier ist, drücke ich M und dann wähle ich New Collection und benenne sie Buttons, diese Collection. Und so hat er mir all diese Knöpfe in dieser Collection reingetan und ich kann wieder mit Shift 2 alle Booleans wieder ausblenden. Speichern wir.
immer dazwischen speichern. Ich habe das vergessen, aber mein Blender ist ziemlich stabil. Aber wir speichern und somit sind wir fast fertig. Wenn ich auf meine Referenz schaue, dann fehlt mir diesen Kabel da. Den machen wir auch. Den USB-C. Für das wähle ich ein Cube. Ich ziehe es da raus, skaliere den in ungefähr, man sieht es hier auf dieser Referenz nicht, aber in etwa so wird er die Breite haben. Scale Z, in etwa so. Den fügen wir rein. Wir schauen von dieser Seite GZ. Dann fügen wir da rein. Scale X. Muss nicht so viel im Gehäuse sein. Dann Ctrl A, um die Scale-Werte zurückzusetzen. Und jetzt markiere ich diese vier Edges. Ctrl B. Wenn er darüber schießt, hier dann C drücken für den Clamp. Und hier füge ich ein paar Edges mehr hinzu. 12 zum Beispiel. Perfekt. Dann wähle ich diese Fläche. Shift S, Cursor to Selected, damit mein 3D-Cursor hier in der Mitte ist. Und dann im Objektmodus füge ich einen Zylinder hinzu. Der ist ein bisschen zu groß. Etwa so. In etwa so. Und in der Y-Achse rotiert um 90 Grad. In der X-Achse, ich lasse ihn nur so weit rein und dann gehe ich im Isolationsmodus und lösche die untere Fläche, die brauche ich nicht. Gehe wiederum auf dem Isolationsmodus raus. Shade Smooth, diesen auch Shade Smooth und jetzt können wir diese kombinieren. Dann wähle ich diesen da. Und Shift-Klick diesen da und dann Ctrl und diesmal Plus auf dem Moonpad. Und dann kann ich diesen wählen. Im normalen Modus wähle ich diesen Vertex da und der gegenüberliegende diesen da und dann J, um die Verbindung herzustellen und jetzt sieht meine Fläche, mein Shading besser aus. Hier habe ich noch einen Fehler, sehe ich, und das ist, weil wir den Clamp Overlap gemacht haben. Also hier habe ich zwei überliegende Edges und auch hier gehe ich, markiere alles. M und dann bei Distance und dann sagt er hier Removed Vertices, also hier zwei, da zwei. Und somit ist mein Shading wieder gut. Shift 2, um die Boolean zu verstecken. Und dann auch hier apply ich mein Boolean. Dann habe ich diese Edge, die ich wählen kann und Ctrl B. Mit sagen wir 8 Segmente. Schauen, dass man hier nicht darüber geht. Dann habe ich ein schönes Bevel und diesen bevel ich auch ein bisschen. So. Und jetzt markiere ich diese Fläche, Shift S, Cursor to Selected, damit ich die Mitte habe. Im Objektmodus. Und dann füge ich unter Mesh
Single Word, Add Single Word, da macht er mir einen Vertex hier in der Mitte. Ich gehe im Edit, ich gehe im Edit-Modus, dann ist er selektiert und jetzt mache ich mein Kabel, E für Extrude, in der X-Achse, gehe etwas nach außen, dann in die Top-Ansicht, nochmal E für Extrude, extrudiere mehrmals, das wird mein Kabel werden. So in etwa. Dann markiere alle außer die Enden, Ctrl B und dann V und dann kann ich das etwas abrunden. Das ist bei mir mit 8 Segmente in etwa so. Dann gehen wir im Edit-Modus, Rechtsklick und dann Convert to Curve. Dann bekomme ich hier ein Icon. Den wähle ich an und unter Geometry vergrößere ich das ein bisschen. Mal schauen, wenn wir näher gehen. Ja, kann ein bisschen mehr sein noch. In etwa so. Und dann hier die Resolution gehe ich auf 8. Und dann Convert to Mesh und Shade Smooth. Und so ist mein Kabel entstanden. Hier wird das sowieso von der vom Rendering abgeschnitten. Voilà. Und somit haben wir unser Chordboard geschaffen. Hier oben fällt mir noch ein, haben wir so eine Einbuchtung, damit der Finger reingeht. Das können wir auch noch schnell machen. Shift-C, damit der 3D-Cursor wieder in der Mitte ist. Dann fügen wir einen Zylinder hinzu. Den skalieren wir ein bisschen nach unten, in etwa so. Verschieben da rüber. Wir skalieren das noch ein bisschen. Geh zum Verschieben, in etwa so. Skalieren Z, brauchen wir nicht so groß. Und GZ. Wir gehen aus dem Durchsichtmodus raus. In etwa so. Und dann isolieren wir das mit Slash und nehmen die untere. Zuerst müssen wir die Skalierungswerte nochmal zurücksetzen. Dann markieren wir diese Fläche. Ctrl B und ziehen wir ein größeres Bevel mit, sagen wir, 16 Segmente. Shade Auto Smooth. Wir gehen raus aus dem. Dann geht Z etwas nach oben. Und auch hier selektieren wir den. Und dann der Knopf. Ctrl Minus. Und Shift 2, um das zu verdecken. Und dann haben wir unsere Vertiefung. Wenn es zu tief ist, dann kann ich mit Shift 2 diesen da wählen. Und GZ. Und das immer noch etwas weniger tief machen. Voilà. Und wenn mir das gefällt, wähle ich meinen Knopf. Und hier Apply den Boolean. Und dann kann ich die Fläche editieren und könnte hier noch ein kleines Bevel hinzufügen. Aber weiß nicht, ob ich hier doppelte und versteckte
Aber da muss ich wahrscheinlich, ja, es hat hier keinen Platz, also wähle ich diese mit Ctrl-X, lösche sie und dann habe ich hier mehr Platz für mein Bevel. In etwa so, mit vier Segmente sollte es genügen. Ja, machen wir sechs. Ich mache immer gerade Anzahl, weil wenn ich später beschließe, nicht so viel Edges zu haben, ist hier immer die Mitte. Dann kann ich sagen, okay, das ist der Support Edge. Dann kann ich diese wählen, diese wählen und diese wählen und Ctrl-X und dann habe ich die Hälfte gelöscht und das ändert sich nicht an meiner Geometrie. Ich mache das wieder zurück und so habe ich eine schöne, gebeveltes Fingerkuppe, damit man hier drehen kann. Dann gehe ich zurück aus dem Isolation-Modus und mein Chor Board wäre beendet. Okay. Also, das nächste Mal werden wir den Jovium wrappen und mit der Texturierung beginnen. Ich denke, wir sind durch für heute. Wir haben alles gemacht, den Touchpad, die Buttons und die zwei Buttons. Perfekt. Also wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und wie immer, wenn Fragen auftauchen, liken, subscriben und die Fragen in den Kommentaren stellen. Ich werde alles zeitnah beantworten. Okay, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Levi, ciao.